Kennt ihr den YouTuber Klängern, so wie Klängern, nur falsch geschrieben? Der hat früher seine Follower immer mit Moin Leute begrüßt. Ja, wir machen das Gleiche, nur Namen, Leute. Es ist nämlich schon dunkel und ich hatte gehofft, dass ich im Dunkeln irgendwie diesen Schrank und alles da hinten verschwinden lassen kann. Aber naja, ich habe euch eine Lichterkette angemacht. Heute mal ein etwas anderes Thema oder auch nicht, je nachdem, wie man es nimmt. Denn mir wird ja immer gern unterstellt, dass ich irgendwie voll anti bin, was diese ganzen LGBTQ-Themen angeht. Aber im Grunde genommen bin ich das eigentlich nicht. Es ist mir nur nicht so krass wichtig. Was mir heute so aufgefallen ist, als ich wieder durch die Untiefen von TikTok gescrollt habe, weil mir nämlich die Beine wehtun, weil ich gestern elends krasses Off-Ice-Training gemacht habe. Und meine Oberschenkel sind einfach tot. 10 Pistolen und Flieger auf jeder Seite, das war's. Ich bin eine schlappe Sau. Das war der Grund, warum ich mich vorhin einfach nur ins Bett geknallt habe. Bäuchlings hingelegt, TikTok angemacht, trotz besseren Wissens und Gewissens. Und dann kam irgendwie so ein Lied. Also es trendet gerade Sabaton. Das ist eine schwedische Metal-Band. Nein, das ist kein Metal, das ist Power-Metal. Ey, shut up. Metal ist Metal. Nein, nein, ich nehme es zurück, okay, ich nehme es zurück. Was auch immer. Jedenfalls trendet von denen gerade so ein Song. Und die haben immer so, ja, historisch inspirierte Lieder halt gemacht. Und in dem einen ging es um irgendeine Schlacht, wo eine Garde den Papst verteidigt hat. Und dieses Lied wird jetzt von vielen Leuten so benutzt, um dann so Memes drauf zu machen, so von wegen, ja, schaut mal, Christentum und Metal ist kein Widerspruch, also ist auch nicht. Es gibt viele christliche Metalbands, aber halt so als Joke. Und es ist so dumm, einen Trend zu erklären, aber ich meine, wie macht man das für die Nachwelt? So, es ist manchmal echt schwer, diese Sachen später nachzuschauen halt. Ich werde gegebenenfalls auch ein paar Videos davon einblenden, falls es irgendwie sich ergibt und ich die noch finde. Jedenfalls habe ich dann wieder eins gesehen von denen und das war ein Priester oder wie sagt man dazu, wenn sie evangelisch sind? Pfarrer? Ja, ein Pfarrer. Und der hat halt auch dieses Meme, diesen Trend mitgemacht. Und dann habe ich mir das Profil mal angeschaut, weil es halt echt gut gemacht ist und sah auch super lustig aus. Und da waren halt auch wieder irgendwie 5000 verschiedene Pride-Flaggen drin. Und ich dachte mir so, okay, naja, why not? Jeder so, wie es ihm gefällt, ne? Und dann musste ich so dran denken, wie das eigentlich vor 10, 20 Jahren für mich war. Also, wenn ich vor 10, 20 Jahren so eine Flagge gesehen habe, habe ich mich einfach sofort gefreut und habe gedacht, cool, gönn dir und leb dein Ding und zeig das ruhig. Und heute, wenn ich sehe, denke ich mir so, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen wollte ich mal so ein bisschen auf das Thema kommen, wie man sich echt von manchen Veränderungen in der Gesellschaft und von manchen Leuten einfach Sachen vermiesen lässt, die man eigentlich feiert. Weil sowas wie die Pride-Flagge, das ist so, ich weiß nicht, so echt, irgendwie hat es eine bestimmte Gruppe Leute geschafft, mir zu vermiesen, dass ich diese Flagge mit was Positivem verbinde. Und sogar, wenn ich so ein Rainbow-Emoji sehe, so mein Kind weiß nicht, was das heißt, die freut sich einfach, dass da ein Regenbogen ist. Und wenn ich einen sehe, denke ich mir mittlerweile so, oh nee, wieder jemand, der es raushängen muss und nicht einfach nur sein Ding machen kann. Warum muss man diese Kackflaggen jetzt in sein Profil tun? So, ich habe auch Flaggen in meinem Profil. Ich habe einfach die Sprachen, die ich spreche in meinem Profil als Flaggen, kein Joke. Ich habe neulich auch jemanden gesehen, der sich genau darüber aufgeregt hat. So, guck mal, ihr seid so prätentiös und gebt mit euren Sprachen an. So, dann lern halt welches. Steht dir frei. Ist kostenlos. Duolingo. Nein, ich hasse Duolingo. Ich empfehle nicht Duolingo. Ich habe die Bubble-App. Aber damit kann man halt kein Chinesisch lernen. Ja, Chinesisch und TikTok. Also auf jeden Fall finde ich das eigentlich richtig schade. Denn ich feiere bestimmte Sachen, die ein Fortschritt sind für die LGBTQ-Community. Wobei ich das Q nicht mag. Ich muss sagen, ich mag das Wort queer einfach überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine Beleidigung. Ich finde, es ist unangemessen. Und ich finde auch nicht, dass man das irgendwie rumdrehen kann in, oh, ich bin cool. Nein, queer, das geht so in diese Richtung quirky. Ich weiß nicht, was das eigentlich heißen soll für die Leute, die sich damit identifizieren. Das ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und für mich ist es eine Beleidigung für Schwule und Lesben, die man jetzt irgendwie umdeuten will. Und ich fand das Wort schon immer offensive. Also da werde ich, glaube ich, auch nicht von abrücken. Da bin ich einfach zu alt dafür. Das ist, kann ich für mich nicht umdeuten. Mag ich nicht. Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht, wie man da dahinter stehen kann und sagen kann, ich bin das. Nee, bäh. Bäh. Das ist für mich echt versautes Wort. Ja, weil das verbinde ich mit dem Englisch der 50er Jahre, wo das als Beleidigung verwendet wurde, in einem Zug mit Wörtern wie faggot und, naja, ihr wisst schon, so üblichen schwulen Beleidigungen halt. Und das finde ich halt einfach nicht cool. So, brauche ich nicht.
Deswegen sage ich auch persönlich lieber LGBT, vor allem auch, weil das Sexualitäten sind. Und danach fangen die Identitäten oder Labels an. Und das ist was, was ich irgendwie, das sind zwei verschiedene Sachen für mich. Aber da können wir auch nochmal ein Video drüber machen. Wobei, ach, so krass ist das Thema eigentlich. Also so kompliziert ist das eigentlich gar nicht alles. Jedenfalls muss ich da so dran denken, dass ich früher eben solche progressiven Sachen total gefeiert habe und mich da immer gefreut habe. So, und gedacht habe, yay, geil, mehr Sichtbarkeit. Und irgendwie schön dargestellt mal das Thema und aufgegriffen und why not, ne? Und zum Beispiel eine Serie, die ich geschaut habe, auch eine schwedische Serie, die hieß Äkta Människor. Und es ist eine dystopische Serie, die ist mittlerweile auch, glaube ich, nochmal amerikanisiert worden, neu inszeniert worden. Nicht so gut wie die schwedische übrigens, natürlich. Sie schaffen das irgendwie nie, wenn die so eine Serie klauen. Ich fand es schon so kacke, wie sie die Brücke einfach geklaut haben, so. Und es ist so richtig räudig schlecht geworden, Alter. Ich könnte einen ganzen Filmkritikkanal aufziehen, nur auf beschissenen Remakes, ganz ehrlich, Leute. Jedenfalls kurze Zusammenfassung von der Serie. Ich weiß noch, dass diese Androiden, also die Computer, Roboter, Menschen, die eben von den Leuten so als Hausmädchen, Kindermädchen, Chauffeur und so benutzt wurden und auch oft misshandelt wurden und rumgereicht wurden und gab es Schwarzmarkt für die und so weiter. Da gab es eben eine Gruppe, so diese Ursprungsgruppe von Androiden, die von dem Macher eben geschaffen wurde, die hatten Bewusstsein und wussten, dass sie Maschinen sind und hatten so ganz eigene Vorstellungen. Und da waren auch welche dabei, zum Beispiel die eine war auch irgendwie transphob oder war gegen Lesben und Schwule. Und sie hat sich so sehr gewünscht, Mensch zu sein, dass sie eben das total abartig fand, dass irgendjemand keine Kinder will oder lesbisch ist oder so. Also da gab es irgendwie so eine Szene in der Serie, wo die sich da eben drüber aufgeregt hat. Und diese Androiden, die waren halt auch auf der Flucht vor den Leuten, die eben die einsacken wollten und dann irgendwie ins Androiden-Umerziehungslager stecken oder was auch immer. Ich hab den Kontext vergessen. Und dabei sind sie in einer Kirche untergekommen und haben da quasi Asyl gesucht. Und die Pfarrerin in der Kirche war, glaube ich, eine lesbische Pfarrerin und hat mit ihrer Lebensgefährtin da irgendwie in dem Pfarrhaus gelebt und so. Alles ganz cool. Und ich weiß noch, dass ich damals das gesehen habe und habe mich halt voll gefreut und dachte so, ja, Schweden ist schon echt cool und so. Da gibt es mehr Frauen, die so ein Pfarramt haben und die sind offen lesbisch und können da halt einfach so ihr Ding machen. Und in Deutschland wird ja schon noch geguckt und so, ne? Ich weiß noch, es ist schon ziemlich lange her, dass ich es hier geschaut habe und ich fand es einfach super cool. Und heute, wenn ich so progressive Sachen in Serien sehe, dann ist es für mich immer so mit einem Augenbrauen hochziehen verbunden. Obwohl ich ja eigentlich da voll dafür bin, das den Leuten gönne, auch gut finde, dass das irgendwie sichtbar ist. Aber es wird immer so vergiftet für mich irgendwie von dem Gefühl, dass dahinter Virtue Signaling steckt. Und das finde ich so verdammt schade, weil wir lassen uns das halt wegnehmen. Also man lässt sich diese Freude über Gemeinschaftliches und über progressive Werte, die lässt man sich echt versauen von den Leuten, die es übertrieben haben. Und das kotzt mich so an, ja, das kotzt mich so an, weil ich will nicht so denken. Ich will auch nicht, dass andere so denken. Es ist auch schwer, teilweise eben das auseinanderzuhalten, wenn man sich so überlegt. In manchen Serien ist es ja wirklich einfach nur Virtue Signaling, es ist nur Tokenism. Und in anderen Serien, da ist es halt wirklich, es kommt von Herzen, es ist ernst gemeint. Du siehst auch an der Zeichnung der Figuren, also an der Ausarbeitung der Charaktere, dass die halt was taugen, dass die nicht nur oberflächlich sind und dass sie halt nicht nur irgendwie eine Transperson drin haben, damit sie eine Transperson drin haben, sondern die hat auch eine Geschichte, die hat einen Teil in der Story, die ist relevant für den Plot, ja. So, das finde ich dann cool, wenn es dann nicht so ist, dass alles, was dieser Charakter ist, trans ist. Weil sowas, das kotzt mich einfach komplett an, ja. Das ist genauso, wie wenn man halt jetzt irgendeine alte Serie nimmt und dann die Person austauscht und die Person ist dann einfach irgendwie, was weiß ich, eine Asiatin oder es ist ein schwarzer Mensch und man hat das nur verändert, damit man halt einen Token Asiaten oder einen Token schwarzen Typ drin hat. Und ich denke mal so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich damit dann ernsthaft mehr identifizieren kann, auch wenn man vertreten wird. Denn wird man wirklich vertreten, wenn zum Beispiel die Kultur gar nicht mit einbezogen wird? Da habe ich auch letztens einen interessanten Beitrag zu gesehen, auch, glaube ich, auf TikTok, aber ich habe vergessen, von wem leider. Ich würde es gerne einblenden, es war wirklich gut. Da hat eine besprochen, warum sie es eben so wichtig findet, dass die Kultur in Figuren im Film einfließt. Und das fand ich so einen guten Punkt, ja, weil ganz oft wird es ja echt so gemacht, dass man eben nur diesen Tokenism betreibt und gar nicht die Figur entwickelt und die Figur zeigt und dann so eben Leute anspricht, die wirklich zum Beispiel zu einer anderen Kultur gehören, die eben nicht so häufig vertreten ist.
Aber genau das ist ja wirklich inklusiv und genau das ist ja wirklich cool. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir wollen einen diversen Cast, dass man dann nicht nur einen Farbenwechsel macht und sagt, hey, pass auf, das ist zu weiß, lass mal noch ein paar andere Leute, die irgendwie ein paar andere Shades of Brown haben, da in den Cast aufnehmen, sondern dass man sich sagt, hey, Moment, die ganze Storyline muss eigentlich passen. Die Person soll nicht nur von der Ethnie sein, sondern die Person hat auch einen kulturellen Hintergrund und dieser kulturelle Hintergrund wird dargestellt in dem Film. Und nicht einfach nur so, ja, so eine 0815 Person mehr, aber sieht halt anders aus. Ja, das sind so die zwei Gedanken zum Abendbrot, die ich mir gerade gemacht habe. Und ich wollte euch einfach mitgeben, mal darüber nachzudenken, wie heute in der Mediendarstellung teilweise Sachen einfach immer oberflächlich bleiben. Leute fallen drauf rein, denken noch, das ist irgendwie gut gemeint, aber der gute Wille ist nicht alles. Es geht auch um die Umsetzung und ich finde es immer schwieriger zu unterscheiden, wer was ernst meint und wer nicht. Wer Sachen sich nur auf Banner schreibt, um ein cooles Label zu haben und wer nicht. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich mir die Themen, die ich wichtig finde oder die ich als positiv empfinde, nicht versauen lassen möchte von irgendwelchen Extremisten. Nur weil es ein paar total bekloppte Wokies gibt, die immer mehr extremen Quatsch und Extrawürste fordern, werde ich mir nicht versauen lassen, mich über Fortschritte, über progressive Veränderungen zu freuen, die Vorteile für die LGBT-Community haben. Weil ich finde diese Fortschritte gut und wichtig. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wieder in einer Welt zu leben, in der es so ist wie vor 20, 30 Jahren für Leute aus der Community. Ich finde nicht, dass es eine richtige Vorstellung von Familie gibt, Vater, Mutter, Kinder und das war's. Ich störe mich nicht an irgendwelchen Regenbogen-Handlungssträngen, sofern die gut gemacht und ernst gemeint sind. Ich störe mich nur an Tokenism. Ich freue mich über Gesetzgebung, die es leichter macht für Leute aus der Regenbogenecke, weil das einfach ein Fortschritt ist. Das habe ich schon immer gefeiert und das lasse ich mir auch nicht versauen. Und ich lasse mich auch nicht in irgendeine rechte Ecke drängen, weil ich mit manchen Sachen ein Problem habe, die heute als links betrachtet werden. Wie zum Beispiel an jeden Quatsch ein Gender-Sternchen dran zu machen oder neuerdings ein Doppelpunkt. Und wer weiß, was es nächstes Jahr ist. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie wichtig, dass man nicht in diese Ecke rutscht, dass man wird wie die, die man eigentlich kritisiert. Also zum Beispiel die Leute, die so überall Diskriminierung suchen, die überall nach neuen Labels suchen, die überall irgendwie Wichtigtuerei machen müssen aus Sachen, die alltäglich sein sollten, selbstverständlich sein sollten. So wie eben deine Identität. Das ist was ganz Privates und ich finde, das ist was, was eben einfach selbstverständlich sein und bleiben sollte und nicht ständig hinterfragt, neu erfunden, ausdiskutiert und online breitgetreten. Ich bin übrigens auch nicht für Woke-Bashing. Mir gehen manche Wokies richtig hart auf den Sack. Ja, ich finde schon, es gibt echt anstrengende Talking Points, die immer wieder rausgeholt werden, wo ich mir denke, ey, sind wir da noch nicht bald drüber? Kann man das nicht mit sich selbst ausmachen? Warum soll das politisch sein? Das ist privat, nicht politisch. Oh, das Private ist politisch. Nö, muss es nicht sein. Selbst mit dem komischen Umkehrschluss, wenn man sagt, ja, aber was ist, wenn die Politik ins Private eingreift? Ja, dann wird nicht dein Privates politisch, sondern dann musst du politisch werden. Aber dein Privates wird dadurch nicht politischer. Eine Lebenseinstellung, eine Sexualität oder eine Identität ist nicht per se politisch. Für mich ist das immer schon was Privates gewesen. Aber politischer Aktivismus ist natürlich was anderes. Und wenn ich mich für zum Beispiel Frauenrechte einsetze, dann ist das politisch. Aber Frau sein, mich als Frau fühlen, als Frau durch die Welt gehen, feminines Zeug machen, was auch immer das heißt, das ist nicht politisch. Das ist einfach nur sein Ding machen. Jedenfalls, ich will es mir nicht versauen lassen, Fortschritte zu sehen und zu feiern. Und ich will auch offen bleiben für diese ganzen Gedanken und positiven Veränderungen. Ich bin niemand, der festhält an einem kleinkarierten Familienbild, auch wenn ich die kleine Familie und ihren Schutz wichtig finde. Aber ich finde auch zum Beispiel, um politisch zu werden, ja, ich finde es auch wichtig, dass jeder Mensch, der sich in irgendeiner Form um ein Kind kümmert, Unterstützung erhält. Wir leben im Sozialstaat und, ne, und wenn es dann darum geht, so, oh, seid ihr verheiratet oder nicht, deswegen spart ihr jetzt Steuern, obwohl ihr eigentlich genau das Gleiche macht wie Eltern, die nicht verheiratet sind. So, das muss ich nicht fair finden, so ein Zeug. Also ich bin verheiratet und ich weiß, was das für einen Riesenunterschied macht. Und ich finde es ganz schön schräg. Also Familie ist Familie. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das zwei Mamas, zwei Papas. Nein, nicht, wir sind nicht im Saarland schon. Ob das zwei Mamas oder zwei Papas oder Alleinerziehende sind und so weiter. Es gibt so viele Leute heutzutage, die gucken nur noch Sachen an und fragen sich, woran sie sich stören können. Aber ich will mir Sachen angucken und fragen, ob ich mich noch drüber freuen kann. Ich will nicht jedes Mal da sitzen und mich dabei ertappen, wie ich denke, ist das jetzt eine woke Agenda? Wollen die mich jetzt wieder brainwashen? Wollen die mir irgendwas eintrichtern? Ich möchte mir auch mal einen Film einfach nur angucken und mich drüber freuen. Ich habe auch in den letzten zwei Jahren bestimmt ein paar Filme, nicht nur einen, es gibt immer mehr davon, ein paar Filme gesehen, wo
die Hauptperson eine Transperson war. Und ich habe den Film cool gefunden und konnte den genießen. Und ich will mir das nicht versauen lassen. Ja? Ich will mich dann nicht einreihen in dieses ständige Vermuten von irgendwelchen Problemen überall. Manchmal ist ein Film auch nur ein Film. Und er soll einfach nur gut unterhalten. Ich merke das zwar auch, gerade zum Beispiel bei der Serie Grey's Anatomy merke ich das immer mehr. In der einen Folge war zum Beispiel dann so ein Arzt, der ist übergewichtig. Und dann war da eine übergewichtige Patientin. Und die hatte Knieprobleme oder irgendwas, weil sie halt, ja, wenn du übergewichtig bist, hast du halt leichter Knieprobleme. Und dann hat irgendwie der andere Arzt oder die andere Ärztin hat dann irgendwie die falsche Conclusion gezogen, dass es ist, weil die Person so dick ist. But if you're looking for a more permanent solution, you might try losing a little weight. I might try losing a little weight. Maybe start with some good walks with a friend and build up to more. I've been on a diet since 1992. Und ne, das hat so in diese Body Positivity Schiene reingespielt, so von wegen, dass du ja überall hinkommst und dann hast du medizinisches Bias und die Leute sehen nur, dass du dick bist und nicht, dass da irgendwie drunter noch ein anderes Problem sein könnte. In der Medizin sagt man Läuse und Flöhe. Ja, es kann sein, dass dein Knie wehtut, weil da zu viel Gewicht drauf ist und noch irgendeine arthritische Problematik oder rheumatologisch, was auch immer. Die übrigens auch noch befeuert sein kann durch dein schlechtes Essverhalten oder so. Kann beides sein. Ja, die Message ist okay. Aber wenn man sie halt so blöd rüberbringt, so mit dem Zeigefinger und guck mal, und diese Ärzte sind alle fettphobig. Ich weiß nicht. Also das feiere ich dann tatsächlich auch nicht. Das geht mir auch auf den Kack. Aber es gibt halt auch Serien, bei denen ist das subtil. Es gibt Filme, bei denen ist das subtil. Und es geht nicht ständig ums Erzogenwerden. Und wenn da einfach nur die Hauptperson einfach Teil der LGBT-Community ist und du guckst es an und denkst dir so, ja, cool, die Handlung passt. Es ist nicht total übertrieben und affektuiert dargestellt. Es ist einfach normal. Es wird nicht ständig drauf rumgeritten, dass die Person Teil der Community ist. Es wird nicht ständig in den Vordergrund gerückt. Es gibt noch andere Personen, über die auch was erzählt wird. Und das will ich mir einfach nicht versauen lassen. Ich will einfach weiter gern die Sachen gucken, die ich schon immer gern geguckt habe und mich darüber freuen, dass es mehr Vielfalt gibt. Und mich interessiert übrigens auch nicht, ob irgendwie in einem Film mehrere Leute vorkommen, die eben besonders divers gecastet sind. Ich stelle mich da nicht hin und sage, oh Mann, da sind aber jetzt nicht genug Bio-Deutsche gecastet. Ehrlich gesagt finde ich das nicht so wichtig, dass diese Repräsentation der Bevölkerungsverteilung entspricht. Ich fühle mich nicht weniger angesprochen, weil die Hauptdarstellerin eine andere Hautfarbe hat als ich oder so. Das weiß ich nicht. Im Gegenteil, ich finde es ganz cool, wenn das ein bisschen bunt durcheinander ist und ja, interessante Gesichter zu sehen sind. Also ich weiß nicht. Und ich meine, es ist natürlich eine komische Gratwanderung, weil du teilweise dann Sachen siehst, denkst du so, warum ist es jetzt so und so gecastet? Ist es denn wirklich divers oder ist es nur divers gecastet? Ist es nur Tokenism? Es ist nur oberflächlich. Aber wenn es das nicht ist, dann will ich das weiter feiern, dann will ich mir das nicht nehmen lassen. Ich möchte nicht so werden wie die Wokies, die mich aufregen. Nicht alle Wokies, aber die mich aufregen. Und überall irgendein Problem riechen, noch bevor das Problem überhaupt entsteht. Ich will nicht so durch die Welt gehen, ich will nicht so Medien konsumieren, wenn ich dann überhaupt mal ein bisschen Zeit dafür habe. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass eben diese Themen mehr normalisiert werden als hervorgehoben und in denen herumgestochert wird und ständig alles zu Tode analysiert wird. Ich hoffe einfach, dass bestimmte Sachen mehr normalisiert werden im Sinne von, dass man nicht immer zu mit der Lupe drauf guckt, sondern es kommt halt mal vor und man sagt sich, ja, cool, finde ich ganz gut, dass es auch mal vorkommt. Genauso wie ich eben auch cool finde, wenn in der Serie eine Katze durchs Bild läuft. So, ich bin halt kein Hundefan und wenn dann eine Katze durchs Bild läuft, denke ich mir, yes, der Hauptheld hat eine Katze, cool. Und das war's. Und da werde ich aber jetzt nicht dann jetzt die ganze Nacht drüber nachdenken. Wisst ihr, was ich meine? Jo, Ende vom Video.